Guten Tag, mein Name ist Muschalik. Ich bin hier Leiter der Abteilung für Gelenkchirurgie und Sporttraumatologie im Nardini-Klinikum Zweibrücken. Der Vortrag des heutigen Tages befasst sich mit dem Thema der minimale Hüftgelenksersatz, aktueller Stand und Ergebnisse. Zunächst möchte ich Ihnen erstmal sagen, was macht denn die Arthrose für Beschwerden? Vor allem, da gibt es ganz typische Beschwerden, die vor allem in Ruhe auftreten, so zum Beispiel auch nach längerem Sitzen oder nach der Nachtruhe, morgens beim Aufstehen, der Einlaufschmerz, der ganz typisch ist. Auch in der Nacht, wenn man nicht weiß, wie man sich drehen soll, man wird wach von dem Schmerz. Das ist also ein diffuser Schmerz, der vor allem auch in Ruhe auftreten kann. Natürlich auch unter Belastung. Hinzu kommt eine gewisse Kälteempfindlichkeit. Die Leute fühlen sich im Winter, wenn es kalt, nasskalt wird, unwohler, die haben Schmerzen. Oder auf der anderen Seite fährt man gern mal im Winter in die warme Region nach Teneriffa, da geht es einem einfach besser. Also diese Empfindlichkeit bei Kälte ist auch ganz typisch für die Arthrose. Gelenkschwellungen, die fallen natürlich am Hüftgelenk nicht ganz so offensichtlich auf. Das Hüftgelenk ist in Muskulatur, dicker Muskulatur eingepackt, sodass man eigentlich die Schwellung bei Arthrose eher am Kniegelenk oder an anderen Gelenken wahrnehmen kann. Auch eine gewisse Überwärmung lässt sich natürlich an den Gelenken, die dichter unter der Haut liegen, besser tasten, fühlen, aber so ein Wärmegefühl besteht durchaus auch bei der Arthrose des Hüftgelenkes. Gelenkverformungen sind eigentlich nur hauptsächlich für den Orthopäden nach Bildgebung erkennbar. Am Kniegelenk zum Beispiel durch U-Bein- oder X-Bein-Fehlstellung natürlich besser zu sehen. An der Hüfte braucht man da schon ein Röntgenbild oder andere bildgebende Verfahren. Wichtig ist aber am Hüftgelenk, oft kommt es zu sogenannten Kontrakturen, genauso wie auch an anderen Gelenken. Das heißt, man kann das Gelenk nicht mehr in die Normalstellung bringen, in die gerade Normalstellung, sodass man eine gewisse Beugefehlhaltung am Hüftgelenk hat und die Hüfte nicht mehr ganz strecken kann. Zu den anatomischen Verhältnissen bei einer Hüftarthrose zeige ich Ihnen zunächst erstmal einen Normalbefund. So sieht also ein normales Hüftgelenk aus. Im anatomischen Schnitt hier der sehr schön runde Hüftkopf, glatte und recht dicke, gleichmäßige Knorpelbelege sowohl an der Pfanne als auch auf dem Hüftkopf. Hier sehen Sie dann den Schenkelhals, da unten geht es dann zu einem Oberschenkelknochen und das Rote, ja, die rot gefärbten Anteile sind die kräftigen hüftübergreifenden Muskeln. Das ist also ein Normalbefund der Arthrose. Im Gegensatz dazu hier im Schema eine fortgeschrittene Arthrose. Sie sehen, der Hüftkopf ist nicht mehr gleichmäßig, unruhig, die Knorpelbelege sind aufgebraucht. Auch die Gelenkhaut hat reagiert durch eine sogenannte Hypertrophie, also sie bildet praktisch vermehrt Schleimhautzellen, sodass dann oft solche Zotteln entstehen. Das ist eigentlich das klassische Bild einer fortgeschrittenen Arthrose im Schema. In der Natur, im anatomischen Präparat sieht das dann, wenn man genauer hinguckt, so aus. Sie sehen hier nochmal vergrößert im makroskopischen Präparat den Hüftkopf. Die Knorpelbelege sind aufgebraucht, hier teilweise schollig abgelöst. Sie sehen hier so freie Gelenkkörper. Das sind ehemals Knorpelstücke, die praktisch ähnlich wie in einem Bachbett rundgeschliffen werden und dann als sogenannte Gelenkmaus oder freier Gelenkkörper im Gelenkspalt verbleiben. Sie wirken natürlich ähnlich wie ein Mühlstein im Gelenk und können natürlich den Gelenkknorpel auch im weiteren Verlauf entsprechend schädigen. Dann sieht man noch oft durch Gelenkflüssigkeit, die sich durch den defekten Knorpel in die Knochenschicht unter dem Knorpel hineindrückt. Über viele, viele Tausende von Schritten sammeln sich dann eben Flüssigkeiten unter dem Knorpel an und bilden sogenannte Geröllzysten, also so flüssigkeitsgefüllte Knochenzysten, das auch ganz typisch ist für eine Arthrose.
Welche Gelenke sind betroffen nun? Sie können sich vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist. Je nach Belastung tritt die Arthrose unterschiedlich häufig auf bei Menschen. An den sogenannten hängenden Gelenken, wie dem Schultergelenk, wir laufen ja nicht mehr auf Händen, ist sie relativ selten, nur mit 7%. Die Wirbelsäule, die ja sehr belastet wird im Laufe des Lebens, ist natürlich sehr häufig befallen von der Arthrose. 60% aller Patienten, alle Arthrose-Patienten haben auch eine Arthrose in den Wirbelgelenken. Der Ellenbogen, auch hängendes Gelenk, ähnlich wie die Schulter, recht selten betroffen. Fuß und die Hand- und Fingergelenke sind dann schon etwas mehr belastet. Deshalb ist die Arthrose an den Händen etwas häufiger. Wir machen ja jeden Tag sehr viel mit den Händen. Die sind sehr belastet. Und dann kommen eigentlich die Klassiker. Die Hüfte- und Kniegelenke sind etwa gleich häufig befallen von der Arthrose. Etwa 30% der Patienten mit Arthrose haben eben entweder Hüfte- oder Kniearthrose oder auch mal beides. Deshalb kommt man insgesamt natürlich auch auf über 100%. Manche Patienten haben eben das eine und das andere. Fuß und Zehen sind relativ selten befallen. Eigentlich erstaunlich, weil das Fuß- oder Sprunggelenk das einzige Gelenk ist im Körper, was vollständig vom Körpergewicht belastet wird. Dennoch ist das relativ selten. Das liegt wohl auch an der Qualität des Knorpels, die die Natur dort im Laufe der Jahre eingebaut hat, neben der guten Stabilität des Sprunggelenkes und des Fußes. Nun, wenn die Frage auftritt, wann soll denn eigentlich ein Gelenkersatz eingebaut werden, muss man ganz klar sagen, es gibt keinen zwingenden Grund, ein Gelenk einzubauen, weil es ja letztlich nicht lebenswichtig ist. Aber es gibt natürlich die Frage der Lebensqualität. Man kann mit einem Arthrosegelenk unter Umständen auch alt werden. Es ist nur die Frage, wie, nicht? Und das ist natürlich sehr individuell. Das hängt auch von den Bedürfnissen ab des Patienten, der letztlich bestimmte Anforderungen hat an seine Lebensqualität. Und wenn also ein Patient oder potenzieller Patient sagt, ich möchte noch das und das machen, das kann ich nicht mehr, ich bin in meiner Lebensführung so stark eingeschränkt, das möchte ich ändern, und dann ist eigentlich die Entscheidung getroffen, wenn man Arthrose hat und das die Ursache ist für die Schmerzen, dass man sich dann das Gelenk einbauen lässt. Es gibt aber ein objektives Kriterium, wo man letztlich auch als Operateur oder behandelnder Arzt sagt, jetzt wird es Zeit, das Gelenk zu operieren. Das ist dann, wenn die sogenannte Nullstellung des Körpers nicht mehr erreicht wird. Das bedeutet aufrechter, gerader Stand. Wenn das nicht mehr möglich ist, zum Beispiel, weil die Hüfte in der Kontraktur, in der Beugehaltung fixiert ist, das bedeutet, das Bein wird funktionell kürzer und man muss letztlich mit dem Becken kompensieren, um den Fuß auf den Boden zu bekommen. Man fängt an, eben zu pendeln mit dem Becken. Das geht auch auf den Rücken, macht Nachbargelenke eben belastet Nachbargelenke, und man kann letztlich auch dort dann Schäden setzen. Das, was das eine Gelenk nicht mehr kann, muss unter Umständen ein Nachbargelenk kompensieren. Und dann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, man sollte doch das Gelenk operieren, damit man eben wieder aufrecht gehen und stehen kann. Oftmals sagen die Patienten im Nachhinein auch, meine Rückenbeschwerden sind besser geworden, seitdem ich mir das Hüftgelenk habe operieren lassen. Was erwarten wir von einem künstlichen Hüftgelenk? Wir möchten natürlich damit zufrieden sein, möglichst schmerzfrei und eine gute Beweglichkeit haben und wenn es geht auch eine unlimitierte Gehfähigkeit, vielleicht sogar auch eine begrenzte Sportfähigkeit, je nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Wie schaffen wir das mit einem künstlichen Hüftgelenk? Wir müssen versuchen, möglichst die Anatomie und die Biomechanik des Gelenkes nochmals herzustellen. Das gibt ein paar Besonderheiten am Hüftgelenk, die wir auch beim endoprothetischen Gelenkersatz beachten müssen. Vor allem ist dies der Schenkelhalsschaftwinkel, der bei einem kleinen Kind relativ steil ist, mit etwa 145 Grad, im normalen mittleren Erwachsenenalter etwa mit 126 bis 128 Grad. Und je älter man wird, flacht dieser Winkel ab. Im Alter wird das dann eher 120 Grad im Durchschnitt. Nicht, das sind natürlich individuelle Verhältnisse, die wir dann auch mit dem Gelenkersatz versuchen zu simulieren. Des Weiteren ist die Hüfte
wenn man aufrecht steht, gegenüber der Frontalebene auch leicht nach vorne gedreht. Wir nennen das Antetorsion, etwa mit 12 Grad im Durchschnitt. Das sind unterschiedliche Angaben zwischen 4 und 20 Grad, also etwa 12 Grad im Durchschnitt statistisch gesehen zur Frontalebene des Körpers. Und auch die Hüftpfanne ist eben nicht ganz horizontal, sondern sie ist nach außen geneigt, zur Seite hin etwa mit 45 Grad und nach vorne etwas gekippt, nach vorne offen zur Frontalebene hin mit etwa 12 Grad bis 15 Grad. Wir nennen das Antetorsion. Das sind natürlich anatomische Größen, die wir auch mit dem Gelenkersatz erreichen wollen, weil damit eben die beste Biomechanik des Gelenkes wiederhergestellt wird. Nun, zum minimalinvasiven Gelenkersatz, was brauchen wir dafür? Was ist das eigentlich? Wir versuchen damit eben einmal kleinere Hautschnitte zu bewerkstelligen. Das ist aber eher zweitrangig. Wichtig ist, was wir darunter machen mit den Weichteilen, die muskelschonend. Wir versuchen eben möglichst wenig Muskeln abzulösen, möglichst wenig Wunde in der Tiefe zu setzen, um früher vielleicht die Belastung starten zu können. Wir verwenden auch knochensparende Prothesen, möglichst wenig knochenopfernd, möglichst eben minimalinvasiv. Wir erhoffen uns daraufhin auch eine geringere Komplikationsrate, zum Beispiel weniger Blutverlust. Die Transfusionsraten für die Bluttransfusionen nach Operationen sind deutlich zurückgegangen. Die Leute und Patienten haben weniger Schmerzen, weil eben weniger Wundfläche entsteht, weniger Muskeln abgelöst werden. Und dadurch kann es eben auch zu einer frühzeitigeren Rehabilitation kommen. Auch immer wichtiger heutzutage der kürzere Klinikaufenthalt. Man kann also diese Dauer, die Liegedauer des Patienten deutlich reduzieren durch eine beschleunigte Rehabilitation. Was brauchen wir für den minimalen invasiven Hüftgelenkersatz? Wir brauchen natürlich geeignete Patienten. Nicht jeder Patient ist von der Statur her gut geeignet für einen kleinen Hautschnitt mit kleinem Eingriff, zum Beispiel wenn die Hüfte sehr steif ist oder der Patient doch deutlich übergewichtig, dann wird es schwierig mit einem kleinen Schnitt dort die Prothese in die Tiefe einzubringen. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen gelingt eine minimalinvasive OP schon. Wir haben eine spezielle Lagerung, die zeige ich Ihnen gleich noch. Und wir greifen oft auf etwas veränderte Instrumente zurück, die das uns erleichtern, diese Operation durchzuführen. Nicht zu vergessen haben wir auch speziellere Implantate, geeignetere Implantate, die für die minimalinvasive Hüftchirurgie gut geeignet sind. Und nicht vergessen darf man auch die operative Erfahrung der Operateur. Je weniger Übersicht man hat, muss man umso mehr wissen, was man macht. Und da ist schon wichtig, dass der Operateur eine gewisse Erfahrung hat für diese minimalinvasive Chirurgie. Ich möchte Ihnen das an dem Beispiel der Hüfte zeigen, wie das aussieht. Zum Beispiel die Lagerung in Rückenlagerung, das kann man machen mit so einem mit einem Ständer, wo man letztlich das nicht zu operierende Bein drauflegt, aber das ist eigentlich auch nicht mehr unbedingt notwendig. Wichtig ist, dass man das zu operierende Bein hinter das andere Bein schlagen kann, um eben besser an die Hüftknochen dranzukommen. Das geht auch in Seitenlage, wenn man eben das zu operierende Bein oben lagert und das Bein dort nach hinten herunterfallen lässt, hinter das andere Bein. Das kann man dann hier zum Beispiel in so einen sterilen Sack einbringen. Das wäre jetzt ein OP von in Seitenlagerung. Wir brauchen geeignete Instrumente. Oft sind diese Offset-Instrumente, die leicht gewinkelt sind, damit man eben besser in diese kleine Wunde hereintauchen kann. Und hier noch ein Beispiel für eine Kugelfräse, die ich Ihnen gleich nochmal zeigen werde. Damit fräst man die Hüftpfanne letztlich auf. Die wird hier auf dieses Gerät draufgesetzt. Auch hier nochmal ein Beispiel für diese Offset-Instrumente, die es natürlich in vielen Formen und auch Varianten gibt. So zum Beispiel die gebogenen Haken entsprechend oder auch anders anatomisch geformte Haken, die in Vielzahl hergestellt werden. Zu den Zugängen minimalinvasiv gibt es ja, wie man so oft sagt, mehrere Wege führen nach Rom.
Zum Beispiel gibt es Menschen, die oder Operateure, die in den hinteren Zugang wählen, transgluteal, also durch den Gesäßmuskel durch. Das ist in meinen Augen nicht ein echter minimalinvasiver Zugang, weil wir hier durch den Muskel den spalten müssen und auch hier in der Nähe dann noch große Nerven langlaufen, der Ischiaticus. Das machen nicht unbedingt sehr viele, aber es ist immer noch in Verwendung. Aber durchgesetzt haben sich als minimalinvasiver Zugang vor allem der anterolaterale Zugang oder auch der Amis-Zugang, der vordere Zugang. Hier nochmal im Schema, wie wenig weit die voneinander entfernt sind. Sie sehen hier den vorderen Zugang, auch Amis-Zugang genannt, der direkt vorne vom Gelenk durch die Muskeln oder an den Muskeln vorbei zum Gelenk führt, im Gegensatz zu dem anterolateralen Zugang, der auch minimalinvasiv ist, der geht eine Etage weiter von außen rein. Der Vorteil ist, dass man hier bei dem anterolateralen Zugang etwas weiter von einem Hautnerv weg ist, der vorne außen am Oberschenkel langläuft. Hier ist man da, muss man da etwas aufpassen auf diesen Nerv. Ganz klassisch ist der transgluteale Zugang, also der Zugang von der Seite durch den Muskel durch, der auch teilweise heute noch Verwendung findet. Aber minimalinvasiv bedeutet letztlich, durchgesetzt hat sich hier der Amis-Zugang, der anteriore Zugang oder der anterolaterale Zugang. Jeder Operateur verwendet den Zugang, den er am besten beherrscht und mit dem er vielleicht auch am meisten Erfahrung hat. Beide Zugänge sind mit Sicherheit von den Ergebnissen her vergleichbar. Falls es Ihnen jetzt etwas zu blutig wird, dann können Sie ja weiterschalten oder die Augen zumachen. Aber ich möchte Ihnen kurz demonstrieren, wie sowas abläuft in Amis-Zugang. Man braucht eine gewisse Mindestlänge für den vorderen Zugang oder auch den anterolateralen Zugang. Es ist natürlich sonst nicht möglich, ein 6 cm großes Implantat über einen 4 cm langen Schnitt reinzubringen. Dafür braucht man dann noch schon eine gewisse Mindestlänge. Das liegt so zwischen 7 und 8,5 cm. Man schneidet also hier die Haut an einer bestimmten Stelle auf, die man sich vorher markiert, und kann dann stumpf mit Fingern oder auch mit Instrumenten die Muskeln beiseite drücken, in die Tiefe, dann die Hüftpfanne darstellen, den Schenkelhals darstellen. Hier sehen Sie nochmal die speziell geformten Haken, die man da verwenden kann. Wenn man dann mit der Säge den Schenkelhals durchtrennt hat, kann man den Hüftkopf entsprechend, hier sehen Sie den Hüftkopf, kann man entfernen. Und dann hat man freie Sicht eigentlich auf die Pfanne, auch hier nochmal dargestellt. Dies ist die Hüftpfanne, die kann man eigentlich recht schön und direkt darstellen. Dann wird die Pfanne aufgefräst mit einer Kugelfräse, die ich Ihnen vorhin kurz gezeigt habe, entknorpelt, dass der Knochen, frischer Knochen zu sehen ist und dann dort auch das Implantat anwachsen kann. Man kann dann entsprechend entweder eine Schraubpfanne oder auch eine Pressfit-Pfanne in Pressfit-Technik dort einschlagen. Nicht? Und wenn die Pfanne dann drin ist, Sie sehen hier auch noch so ein Keramik-Inlay, dann würde man sich an den Schaft machen, man lagert um entsprechend oder hier, so wie hier in dem Beispiel, oder in der Seitenlage das Bein nach hinten, hinter das andere Bein umschlagen, dann kommt der Hüftknochen hier entsprechend hoch. Und man kann dann mit diesen Offset-Instrumenten eigentlich sehr schön den Schaft präparieren, entsprechend auffräsen mit speziellen Fräsen, die natürlich für jede Prothesenmodelle unterschiedlich sind. Und dann, wenn man das Prothesenlager präpariert hat, kann man den Probeschaft einbringen und schauen, ob die Prothese eben gut sitzt, ob sie luxiert, ob die Spannung stimmt, die Beinlänge stimmt. Und wenn alles passt, kann man dann entsprechend das Originalimplantat einschlagen. Hier zementfrei als Beispiel mit entsprechendem geschütztem Konus, kommt dann noch der Hüftkopf drauf und wird dann reponiert und damit ist dann die Operation beendet. Zu den Implantaten. Da gibt es natürlich eine ganz interessante Entwicklung schon aus den 60er, 70er Jahren. Früher hat man eben aus sogenannten Monoblock-Kobalt-Chrom-Legierungen in einem Stück die Prothesen entwickelt und geformt. Und diese waren eben speziell relativ gerade geformt, sodass man die meistens zementiert hat in den 60er Jahren. Und das Prinzip der Zementierung ist eben folgendes, dass man versucht, die Lücken zwischen dem geraden Schaft und dem Knochen entsprechend aufzufüllen mit Zement, um eben die Kontaktfläche des
Prothesenmodells mit dem Knochen zu vergrößern und damit eben die Haltbarkeit zu gewährleisten. Man hat also hier dann auch entsprechende Rillen in die Prothesen eingefräst, damit die Kontaktfläche größer ist und damit die Stabilität zunimmt. Zu den Vor- und Nachteilen einer Zementierung muss man sagen, dass diese Frage kommt auch immer, was ist denn eigentlich besser, zementieren oder nicht zementieren, hat man festgestellt, es gibt sehr gute Vorteile. Man hat primär eine gute Stabilität. Der Zement, wenn der ausgehärtet ist, ist entsprechend fest und auch die Prothese ist fest. Es ist relativ einfach zu operieren. Die zementierte Technik verzeiht auch mal kleinere Fehler beim Operieren. Das kann man dann mit der Stabilität des Zementes ausgleichen. Man hat auch nach wie vor noch sehr gute Langzeitergebnisse, was die Zementierung der Schäfte betrifft. Und man hat früher gedacht, man kann eben, wenn die zementiert sind, die Schäfte auch früher mobilisieren, früher rehabilitieren. Heute weiß man, es liegt eben nicht an der Zementierung, sondern eher an der Technik. Wie haben wir operiert? Eben minimalinvasiv oder nicht? Und was für Sie vielleicht als mögliche Patienten weniger interessant ist, aber für die Kliniken immer mehr eine Rolle spielt, ist auch, dass die zementierten Schäfte weniger aufwendig produziert werden müssen, also weniger aufwendig beschichtet werden müssen und dadurch sind sie in der Regel etwas kostengünstiger. Aber nichtsdestotrotz hat man gesehen, auch das Zementieren hat Nachteile. Insbesondere hat man festgestellt, dass die Stabilität der zementierten Pfannen nicht so gut ist. Die wurden dann nach 10, 15 Jahren immer irgendwann locker. Im Durchschnitt waren die Revisionszahlen dann angestiegen. Und man muss sich klar machen, wenn der Zement drin ist und man muss das revidieren und neu operieren, ist es manchmal sehr schwierig, den Zement aus dem Knochen wieder rauszubekommen. Das geht oft mit Knochenverlust einher. Man muss eine gewisse Zementiertechnik beherrschen. Gut, das ist eigentlich heute Standard. Das weiß man, was am besten hält beim Knochenzement. Und wie gesagt, die Resultate bei den zementierten Pfannen sind langfristig nicht so zuverlässig wie bei den Schäften. Und was man nicht vergessen darf, Knochenzement ist eigentlich kein Zement, sondern es ist ein Kunststoff, nennt sich Polymethylmetaacrylat. Und Kunststoffe haben polymere chemische Lösungsmittel und Anteile, gegen die manche Patienten eben allergisch reagieren können. So kommt es tatsächlich vor, dass manche Patienten dann auch auf so ein Knochenzement reagieren. Und das ist natürlich äußerst unangenehm, aber auch sehr selten. So hat man sich überlegt, was kann man denn machen ohne Knochenzement? Und da kam ein findiger Professor aus Wien auf die Idee, diese Prothesenschäfte auch zementfrei zu implantieren. Der hat die mit Titan beschichtet. Hier das klassische Modell schon, die sogenannte Zweimillerschaft, der eben mit der Titanbeschichtung dann zementfrei im Knochen eingebracht wird und dann dort auch festwächst. Man hat dann weiterentwickelt diese zementfreien Schäfte. Man hat versucht, den Schenkelhalsschaftwinkel entsprechend anzupassen, wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe, weil der ja durchaus unterschiedlich sein kann. Und diese Entwicklung der zementfreien Schäfte wurde dann fortgeführt in anatomische Formen. Man hat die also versucht, der normalen Schaftform des Hüftknochens anzupassen, damit die sich eben weiter hier oben verankern und die normale Krafteinleitung in den Knochen besser simuliert wird. Da gibt es oft dann eben zementfreie Varianten, genauso wie noch zementierte Schäfte. Hier nebendran sehen Sie noch den zementierten Schaft mit der Längsfurchung, damit eben die Kontaktfläche zum Zement vergrößert wird. Und solche anatomischen Schäfte wurden dann zunehmend weiterentwickelt, auch mit einer speziellen Beschichtung, die nennt sich Hydroxylapatit. Das ist wie ein künstlicher Zahnschmelz, mit dem man dann das Einwachsen des Prothesenmodells noch beschleunigen konnte. Und die sind dann oft auch in zwei Ebenen anatomisch, sodass die dann entsprechend sich besser an den Formen des Knochens orientieren können. Und da ja das Problem die zementierte Pfanne war, hat man dann natürlich auch logischerweise die Konsequenz gezogen und gesagt, ja, wir werden jetzt auch zementfreie Pfannen entwickeln. Und das ist auch eins der ersten Modelle, auch Titan beschichtet hier mit einem richtigen Gewinde, das man dann in diese Hüftschale eindrehen konnte, in die Hüftpfanne.
Und das zeigte dann auch eine gute Primärstabilität und wächst dann auch später, ähnlich wie der zementfreie Schaft, am Knochen fest. Hier nochmal als Beispiel ein klassisches zementfreie Prothese. Sie sehen hier den 2-Miller-Schaft, hier auch nochmal diese titanbeschichtete zementfreie Pfanne. Das ist eigentlich so ein klassisches Bild einer zementfreien Versorgung aus den Anfängen und auch bis heute noch teilweise mit guten Ergebnissen Verwendung findet. Die Pfannenanatomie hat man festgestellt, also so eine Schraubpfanne mit einem Gewinde, das ist auch sehr scharf, kann auch mal den Knochen etwas belasten. Man hat dann festgestellt, das braucht man eigentlich nicht, so ein Gewinde. Man entwickelte dann so halbkugelförmige, auch titanbeschichtete und mit Hydroxylapatit beschichtete Prothesenschalen, die letztlich dann pressfit eingebracht wurden. Sie sehen das hier in einem Schema. Da das Rote bedeutet hohe Spannung, das Blaue bedeutet niedrige Spannung. Diese Halbschalen, die verklemmen sich dann in der Hüftpfanne, weil eben die Fräse minimal geringer dimensioniert ist als dieses Prothesenmodell. Und dadurch können die sich primär verklemmen und so fest verklemmen, dass sie letztlich auch direkt belastungsstabil sind und auch einwachsen an der Stelle. Sie sehen, es gibt da eine große Entwicklung, einmal von verschiedenen Schaftverankerungen, aber wichtig ist eben für die lange Haltbarkeit der Prothese die sogenannte Gleitpaarung, also das, was sich gegeneinander bewegt, Hüftkopf und Schale, das sollte möglichst verschleißarm sein und da gibt es viele Entwicklungen in den letzten Jahren. Und zuletzt hat sich da eben durchgesetzt eine Keramik-Keramik-Paarung sowie auch quervernetztes Polyethylen, was speziell gehärtet ist, um eben einen möglichst guten Verschleißwert zu erreichen. Warum das wichtig ist, die Materialien kann ich Ihnen zeigen an einem kleinen Experiment. Man hat hier einen Wassertropfen auf einen Metallkopf gesetzt. Sie sehen, die Basis des Wassertropfens ist relativ eng und klein. Das bedeutet, die Haftreibung der Oberfläche des Metallkopfes ist relativ hoch. Und nur durch die Verwendung eines Keramikkopfes, Sie sehen das hier rechts, ist die Basis des Wassertropfens schon deutlich größer. Das bedeutet, die Haftreibung der Keramik ist um etwa 50% reduziert gegenüber dem normalen Metallkopf. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich auch zu einem geringeren Abriebverhalten führt in der Gleitpaarung, insbesondere wenn eine Kunststoffschale Verwendung findet. Heutzutage sehen Sie, ist aber eigentlich mehr so die Keramik-Keramik-Paarung Standard. Hier noch so ein älteres Modell einer sogenannten Sandwich-Technik. Sie sehen hier einen Keramikkopf, Keramik-Innenleben mit Kunststoffscheibe und auch Pressfit-Pfanne. Durchgesetzt haben sich in den letzten Jahren, 10 bis 15 Jahren vor allem, die sogenannte ultraharte Keramik, die ist etwa 1000-mal härter als Stahl und durch die modernen Produktionstechniken und Lasertechniken sind die Oberflächen dermaßen glatt und die Teile zueinander so konkurrent, dass praktisch kaum noch ein messbarer Verschleiß im Gelenk stattfinden kann. Auch das hier hat sich durchgesetzt, die so speziell gehärteten, ultraharten Polyethylene, die auch sehr gute Verschleißwerte haben. Was weniger Verwendung findet, eigentlich kaum noch, sind sogenannte Metall-Metall-Paarungen, die eine Zeit lang auch sehr favorisiert wurden. Aber da muss man sagen, die sind eigentlich gänzlich vom Markt wieder verschwunden. Zu den minimalinvasiven Techniken bei den Prothesen muss man sagen, haben sich natürlich sehr interessante Entwicklungen abgezeichnet. Nicht nur kleinere Schnitte finden Verwendung, sondern vor allem auch weniger knochenopfernde Prothesen. Hier noch das Beispiel, anfänglich eben lange Schaftprothesen, die sich unten im Schaft verankert haben. Dann wurden die zunehmend anatomisch geformt, um die bessere Krafteinleitung in den Knochen dort zu bewerkstelligen, die dem natürlichen Verhalten entsprechen. Und diese anatomische Form dann auch in zwei Ebenen angefertigt, dass der Kontakt zwischen Prothese und Knochen eben verbessert wird, um eben möglichst die Stabilität und die Haltbarkeit und das Einwachsen vor allem des Schaftes zu beschleunigen und zu verbessern. Andere minimalinvasive Prothesen
finden eigentlich heute keine Anwendung mehr. Man hat dann versucht, durch andere Verankerungstechniken dort möglichst knochensparend zu arbeiten, aber man hat gesehen, dass sie andere Komplikationen machen, zum Beispiel Frakturen, also es brachen dann teilweise die Prothesen aus, sodass so ein Beispiel hier diese Prothese schon lange wieder vom Markt verschwunden ist, auch ähnlich wie die Art von Prothese mit entsprechender Schraubpfanne. Das sind so Entwicklungen gewesen, die nicht alle sich in langfristigen Verhalten bewährt haben. Aber was noch Verwendung findet, ist hier zum Beispiel diese Mayo-Kurzschaftprothese. Das ist eine Entwicklung auch der letzten 10, 15 Jahre, die immer noch gerne Verwendung findet und auch weiterentwickelt wurde. Sie sehen also eine ganze Vielzahl von kurzen und knochensparenden Prothesen mit anderen Verankerungstechniken, die nicht alle sich bewährt haben, eigentlich alle von diesen hier sind wieder vom Markt verschwunden. Und ein klassisches Beispiel ist eben die absolut minimalinvasive Technik vor einigen Jahren, wo man nur versucht hat, die Oberfläche des Hüftkopfes zu ersetzen durch eine sogenannte Kappenprothese mit einer entsprechenden Metall-Metall-Paarung. Da hat man leider aber innerhalb von wenigen Jahren feststellen müssen, dass das zu erheblichen Problemen geführt hat bei Metallabrieb, sodass diese Prothese global wieder zurückgerufen wurde, ein Rückruf gestartet wurde und viele, viele Patienten auch nachuntersucht und nachoperiert werden mussten, um diese Prothesen entsprechend wieder auszubauen. Man sieht also, nicht jede neue Entwicklung ist auch immer eine gute Entwicklung. Man sollte sich vielleicht dann doch auf die Implantate konzentrieren, die nachweislich auch gute Ergebnisse langfristig bringen. Und da haben sich durchaus in den letzten Jahren durchgesetzt die sogenannten Kurzschaftprothesen, die auch knochensparend sind und auch eine Krafteinleitung hier am oberen Teil des Hüftknochens erlauben. Und auch mit der minimalinvasiven OP-Technik, wie sie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, sich sehr schön einbauen lassen. Also diese Kurzschaftprothesen sind eigentlich sehr verbreitet, neben den anderen Standardprothesen zementfrei. Nochmal zum minimalinvasiven Operieren. Ich hatte jetzt schon Ihnen berichtet über die Technik und auch knochensparende Prothesenmodelle, über die Komplikationsraten, weniger Blutverlust und vor allem auch über die Schmerzen, dadurch verringerten Schmerzen durch die kleineren Wunden und weniger abgelösten Muskeln. Wie sieht das denn aus? Können wir da wirklich frühzeitiger rehabilitieren? Können wir die Leute früher belasten lassen? Da möchte ich Ihnen ganz kurz dazu etwas zeigen, wie das so in der Reha abläuft. Sie wissen, nach dem stationären Aufenthalt, der heute ja teilweise nur noch 10, 14 Tage ist oder sogar deutlich weniger, kommt die sogenannte Anschlussheilbehandlung. Manche machen das auch heute schon ambulant, im ambulanten Reha-Zentrum. Aber die klassische Reha wäre dann so dritte bis sechste Woche. Danach kommt eine Spätrehabilitation, also eine Nachreha und nicht zu vergessen die langfristige Alltags- und Sportfähigkeit. Und da hat man mal Untersuchungen gemacht, wie sieht das denn eigentlich aus? Man hat dort Punkte vergeben für Schmerzfreiheit, für Beweglichkeit und Mobilität und hat dann eben geguckt, wie ist das denn bei den Patienten? Vor der Operation, da waren die hier schwarz markierten, minimalinvasiv operierten Patienten natürlich gleich vor der Operation im Durchschnitt mit den standardoperierten. Aber nach 6 Wochen hat man gesehen, waren die Punktzahlen für die minimalinvasiv operierten Patienten deutlich besser, signifikant besser als von denen, die mit der Standardtechnik operiert wurden. Also hier in den ersten 6 Wochen scheint sich hier sehr viel zu tun, sehr große Unterschiede in der Mobilität und Schmerzfreiheit und Beweglichkeit vorhanden zu sein. Nach 3 Monaten waren sie alle wieder gleich, da ist es eigentlich dann egal, welche Technik verwendet wurde. Und am Beispiel eines minimalinvasiven operierten Patienten möchte ich Ihnen kurz zeigen. Die Patientin war damals 57 Jahre alt, minimalinvasiv zu operiert, anterolateraler Zugang. Sie sehen sie am 4. Tag nach Operation. Und Sie sehen, sie war an dem Moment noch etwas unsicher, ist auf dem Gang gelaufen. Das war das erste Mal, dass sie ohne Gehstützen unterwegs war, 4 Tage nach OP.
Da kann man sehen, dass sie eigentlich noch, ich zeige sie noch mal ganz kurz, wo sie operiert wurde. Also Sie sehen, das lässt sich schon nach wenigen Tagen wieder voll belasten, ohne Gehstützen. Und nur 7 Tage später, oder Entschuldigung, nur 3 Tage später, also am 7. postoperativen Tag, die gleiche oder dieselbe Patientin, da kann man sehen, wie sie sich dann eben schon verbessert hat. Sie läuft dann schon entsprechend zügiger, ohne Gehstützen. Irgendwann kam sie mir dann sogar mit Einkaufstüten entgegen und war schon in der Stadt zum Einkaufen. Also Sie sehen, durch die minimalvisive OP-Technik kann man hier recht schnell vorwärts kommen. Auch hier nochmal ein Beispiel, damals 56-jähriger Patient, 5. Tag nach minimalinvasivem androlateralen Hüftgelenksersatz. Die Patienten waren so nett und haben sich bereit erklärt, dass sie sich filmen lassen und auch mir die Erlaubnis erteilt, dass ich diese Filme zeigen darf. Und Sie sehen also nach wenigen Tagen schon eigentlich eine sehr zügige Mobilität. Zum langfristigen Ziel der Alltagstauglichkeit und Belastbarkeit muss man sagen, natürlich sollte die Alltagsbelastung ohne Einschränkung sein. Man sollte versuchen und das auch können, Haushalt und Beruf wieder auszuüben und zu versorgen. Und wenn es geht, sogar auch ein individuelles Sportprogramm, je nach Möglichkeiten und Beschwerden. Und dazu ist es wichtig, ich sage immer, die 10 Gebote der Endoprothetik möglichst zu beachten für die langfristige Lebensdauer der Prothesen. Das ist einmal, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Gelenkprothese ein künstliches Gelenk ist. Man schont ja auch sein Auto. Deshalb sollte man das auch schonend behandeln und immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man da pfleglich mit umgeht. Die Alltagsbelastungen sind möglich und gewisse Sportarten auch. Das sollte man dann mit dem Operateur absprechen, was er meint, welche Sportart noch für die Prothese geeignet ist. Und extreme Hockstellungen bei den Hüftpatienten sollten vor allem in den ersten 6 Wochen vermieden werden, da unter Umständen da noch ein gewisses Restrisiko für ein Auskugeln der Prothese besteht. Und wenn möglich, sollten auch Belastungsspitzen der Prothese auf Dauer nicht zugemutet werden. Da kommt es nicht darauf an, mal einen Kasten Bier ins Auto zu heben, das ist ganz normal. Aber wenn man zum Beispiel beruflich schwere Gewichte regelmäßig heben oder tragen muss, dann wäre es sinnvoll, vielleicht entsprechend einen Schonarbeitsplatz zu verwenden oder eben unter Umständen entsprechend anzupassen, nicht an die Belastung, oder entsprechende Hilfen zu benutzen, um eben schwere Gegenstände anzuheben. Wichtig ist, und das möchte ich auf jeden Fall, dass Sie sich das vielleicht behalten, wenn Sie eine Prothese haben, egal welche Endoprothese, und Sie haben einen eitrigen und vielleicht sogar fiebrigen Infekt mit entsprechender eitrigen Zahnbehandlung oder eitrige Nebenhöhlenentzündung oder eitrige Bronchitis, haben Fieber, dann bitte rechtzeitig ein Antibiotikum nehmen. Es ist leider immer mal wieder vorgekommen und kommt immer mal wieder vor, dass sich auch nach Jahren aufgrund eines Eiterherdes am Körper Bakterien über den Blutweg dort an der Prothese verirren. Und die Prothese ist ein totes Material, sie kann sich nicht wehren. Und dann fangen die dort an zu wachsen und dann kommt es zu einem sogenannten akuten Spätinfekt. Das ist sehr unangenehm, die Prothese muss nochmal raus, man muss das wechseln, muss alles sauber machen. Das kommt zum Glück selten vor, aber wenn man das hat, ist es sehr unangenehm. Deshalb rechtzeitig ein Antibiotikum, falls man eine eitrige Infektion oder Entzündung irgendwo hat. Dann kriegen Sie einen Prothesenpass mit, den sollten Sie immer mit sich führen, damit die Leute wissen, was dort drin ist, falls Sie irgendwie angehalten werden am Flughafen oder irgendwo einen Unfall haben und die Leute wollen dann entsprechend wissen, welche Materialien dort verwendet werden. Und falls es glatt wird, unter Umständen jetzt im Herbst oder Winter, wenn Sie unsicher sind und haben Angst zu fallen oder auszurutschen, dann machen Sie bitte eine Sturzprophylaxe, indem Sie vielleicht einen Stock verwenden oder Spikes unter die Schuhe schnallen, damit sie nicht wegrutschen. Das wäre schade, wenn man dann sich so eine gut funktionierende Prothese herausbricht, dass man dann nochmal neu operieren muss.
Wenn Sie unklare Beschwerden haben an dem Gelenk, melden Sie das Ihrem Operateur, gehen Sie zu Ihrem behandelnden Arzt, Orthopäden, der kann das nochmal prüfen, woran das liegt, dass Sie Beschwerden haben. Und wir empfehlen deshalb eigentlich auch immer eine regelmäßige Kontrolle, etwa einmal jährlich, um eben einen Check zu machen, ähnlich wie beim TÜV, ob noch alles in Ordnung ist. Damit Sie sehen, was eigentlich mit so einem künstlichen Gelenk alles machbar sein sollte, zeige ich Ihnen nochmal das hier, natürlich Treppe auf, Leiter aufsteigen, runtersteigen, Hausarbeit. Es ist natürlich, dafür machen wir die Prothesen ja, dass man im Alltag wieder gut zurechtkommt. Aber nicht nur im Alltag sollte man das machen können, sondern auch Sport. Das hier ist ideal. Das Körpergewicht wird über den Sattel getragen. Die Gelenke werden bewegt, ohne sie zu überlasten. Also Fahrradfahren ist ideal, auch Wandern oder auch Schwimmen. Das geht durchaus. Nach den ersten 6 Wochen kann man durchaus auch wieder ganz normal schwimmen gehen. Und Wandern, Walken, Powerwalken. Manche gehen auch joggen. Das sollte man, wie gesagt, dann nochmal absprechen. Marathonlauf kann man machen, sollte man aber dann mit seinem behandelnden Operateur nochmal besprechen. Und das sind so die Dinge, die eigentlich machbar sind, auch mit einem künstlichen Hüftgelenkersatz. Wie auch Morris E. Müller sagte, einer der Gründerväter der Endoprothetik, ein Schweizer, der sagte schon, Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.